So, ich lese das Kamerahandbuch Canon EOS 700D, Ihre Kamera im Praxiseinsatz von Galileo Design. Das ist dieses Buch. Und das ist die zugehörige Kamera mit zwei Zoom-Objektiven, die ich mir dazu gekauft habe. Ich bin mit beiden Objektiven sehr zufrieden. Beide aus Plastik. Der Autofokus ist in Ordnung. Der Bildstabilisator ist auch in Ordnung. Es ist nicht vergleichbar mit der Abbildungsqualität von sowas hier. Das ist eine Systemkamera, das ist eine Spiegelreflexkamera. Die macht aber sehr viel Spaß, vor allem draußen, weil man einen Sucher hat mit einem Spiegel. Der Spiegel sorgt dafür, dass das Licht direkt ins Auge fällt. Hier hat man einen Sucher dabei. Das ist aber auch nichts anderes als der Monitor da hinten, nur fürs Auge dagegen bei viel Licht. Wenn man draußen unterwegs ist, macht sowas hier viel, viel mehr Spaß. So. Ich bin angekommen bei Kapitel 2, die Technik der Canon EOS 700D. Und das ist Spiegel und Verschluss, Seite 32, Sensor und Bildprozessor im Detail, Seite 36, Farben, Auflösung und Dateiformate, Seite 45, Wechselobjektive, Seite 57. Die Technik der Canon EOS 700D. Neben den Spiegelreflexkameras gibt es zahlreiche Kompaktkameras oder sogar Handys, die es von den rein technischen Daten her annähernd mit der Canon EOS 700D aufnehmen können. Die nur ca. 134 Gramm schwere Canon EXOS 135 etwa liefert Fotos mit einer Auflösung von 16 Megapixeln und ist damit nicht mehr ganz so weit von den 18 Megapixeln der EOS 700D entfernt. Warum also mehr Geld ausgeben und die größere und schwerere Spiegelreflexkamera mit sich herumschleppen? Nun, Sie könnten einfach zwei Aufnahmen der beiden Kameras einander gegenüberstellen und Sie würden sich die Frage nicht mehr stellen. Oder so einfach werden wir es Ihnen doch so einfach. So. Nun, Sie könnten einfach zwei Aufnahmen der beiden Kameras einander gegenüberstellen und Sie würden sich diese Frage nicht mehr stellen. Doch so einfach werden wir es Ihnen nicht machen. Vielmehr sollten Sie verstehen, warum die digitalen Spiegelreflexkameras die technisch besseren Aufnahmen liefern können. Dazu ist ein kleiner Ausflug in das Innenleben der Kamera erforderlich, der die wichtigsten Elemente einmal kurz durchleuchtet. Mit diesem Wissen fällt es Ihnen dann auch deutlich leichter, sich mit den individuellen Einstellungen der Kamera zu beschäftigen. Und hier gibt es ein Bild links. Das kann ich mir hier in die Kamera zeigen. Ist das hier? Kompaktkameras überzeugen in erster Linie durch ihre Handlichkeit und ihr geringes Gewicht. Aufgrund der kompakten Bauweise und des fest montierten sehr kleinen Objektivs können sie aber nicht mit der Fotoqualität einer Spiegelreflexkamera mithalten. Bild kennen. So. Punkt 1 wäre dann Spiegel und Verschluss. 2.1 Spiegel und Verschluss. Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal von Spiegelreflexkameras ist der Spiegel. Was es damit auf sich hat, lesen Sie in den folgenden Abschnitten. Einen Spiegel kann man sehen. Dazu kann man sogar die Kamera anschalten. So, und dann das Objektiv einmal nehmen.
Dann sieht man hier den Spiegel. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera deutlich sehen kann. Wenn man hier zum Beispiel hinten drauf drückt, dann geht er sogar nach oben. Und dann sieht man sogar den Bildsensor. Wenn man wieder drauf drückt, geht er nach unten. Dann sieht man wieder den Spiegel. So wird das gleich. So. Sitzt wieder richtig drauf, das ist auch überall da, wo es sein soll. So, da gibt es auch ein Bild hier. Auf der, über den Sucher auf der Rückseite der EOS 700D sehen Sie das Motiv ein wenig realitätsnah, da die Darstellung auf dem LCD-Monitor lediglich das digital berechnete Bild zeigt. Also, man sieht hier durch den Sucher, wenn denn der Deckel ab ist, direkt das richtige Bild. Error, der eingeklappte Blitz, das konnte nicht. Kann ich den Blitz auch mal? So. Ja, geht doch schon. Man sieht direkt das Bild über den Spiegel, dann klappt der Spiegel hoch und dann wird der Sensor belichtet und ja, ich habe gerade ein Bild geschossen. Sieht gar nicht so schlecht aus. Kann ich auch mal zeigen. Bitte sehr. Und man konnte es auch vielleicht über das Mikrofon hören, wie der Spiegel klappt. Irgendwann ist der verschlissen und dann ist kaputt. Ich hänge mal andere Bilder drauf. So ein bisschen. So. Das Prinzip des Spiegels. Damit ein Foto gelingen kann, muss man das Motiv sehen können. Aber was so selbstverständlich klingt, erfordert rein technisch gesehen eine gewisse Raffinesse. Kompaktkameras stellen das aufzunehmende Motiv auf dem LCD-Monitor dar. Das ist schön und gut, birgt aber zwei entscheidende Nachteile. Zum einen ist die Auflösung des Bildschirms beschränkt und so kann das Motiv nicht in der Vielfalt wahrgenommen werden, wie es das menschliche Auge bei direktem Blick könnte. Zum anderen gelingt bei der Umrechnung in das digitale Vorschaubild keine farblich exakte Wiedergabe des Originals, insbesondere dann, wenn zum Beispiel direkte Sonneneinstrahlung das Betrachten zusätzlich erschwert. Im Großen und Ganzen wird das Motiv eben nicht so dargestellt, wie es wirklich ist. Hier kann die Spiegelreflextechnologie ihre Vorteile ausspielen. Wie gesagt, man sieht durch den Spiegel das wirkliche Bild. Deshalb macht das draußen noch am meisten Spaß. Denn durch den auf der Rückseite befindlichen Sucher sehen Sie farblich das Bild immer so, wie es der Realität entspricht. Eine Einschränkung gibt es nur im Blickfeld, da der Sucher der EOS 700D das Motiv nur zu 95% abbildet. Auf dem späteren Foto ist also links, rechts, oben und unten noch ein wenig mehr zu sehen, als es der Sucher zeigt. Bei der Komposition Ihres Bildes müssen Sie das bedenken. Die reale Ansicht des Motivs wird über einen Spiegel im Inneren der Kamera ermöglicht. Und das funktioniert wie folgt.
da wir letztlich nur Dinge fotografieren können, die das Licht reflektieren oder selbst Licht aussenden, sind Fotos nichts anderes als Speicherungen von Licht. Das ist nicht ganz richtig. Würde ich auch anders erklären. Aber es gibt Licht und das fällt auf den Bildsensor und ja. Am Ende gibt es geordnete Farbpunkte. Dieses Licht fällt über das Objektiv in die Kamera und der schräg im Inneren verbaute Spiegel reflektiert das Licht nur nach oben, wo es durch ein Pentaprisma wieder in den Sucher reflektiert wird, was auch immer ein Pentaprisma ist. Was ein Prisma ist, weiß ich. Siehe Abbildung auf der nächsten Seite oben. So. Wie das Pentaprisma aussieht, steht da auch nicht. Naja. Für mich sieht das aus wie ein zweiter Spiegel, aber egal. Der Sinn des Prismas liegt darin, das Licht so zu reflektieren, dass das Bild seitenrichtig ist und nicht auf dem Kopf steht. Apropos Reflexion. Damit wird klar, warum bei Spiegelreflexkameras auch von SLR-Kameras spricht. Der englische Begriff hinter der Abkürzung lautet nämlich Single Lens Reflex. Das D in DSLR steht einfach nur zusätzlich für digital. So. Sehe ich das gerade ein, dass das Bild auf... Nee, das sind zwei Spiegel. Da ist nichts mit Prisma. Ein Prisma ist was anderes. Auf dem linken Bild sehen Sie den Lichtstrahl, in Klammern rot, bei runtergeklapptem Spiegel. Der Spiegel reflektiert über ein Prisma in den Sucher. Das ist kein Prisma, das sind zwei Spiegel. Ist der Spiegel wie im rechten Bild hochgeklappt, kann das Licht auf den Sensor treffen. Bilder kennen. Hier sieht man das. Ich möchte an der Stelle Werbung dafür machen, dass ein Prisma was anderes ist als zwei Spiegel. So. Boah, von der Zeit haut es auch ungefähr hin. So, dann gibt es hier noch eine Abbildung. Im Sucher der EOS 700D sehen Sie nur den Bereich innerhalb der roten Linien, der rund 95% des tatsächlichen Motivs ausmacht. Der Bereich außerhalb erscheint später ebenfalls auf dem Foto. Das sieht man hier. So, das war's auch schon. Tschüss.